Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. Wir sind letztes Mal hier stehen geblieben beim Pokémon-Haus. Ich habe offline, offstream, ein bisschen gelevelt. Ein bisschen. Raichu ist Level 50, Glurak fast Level 50, Nobu fast Level 50 und Bili fast Level 50. Bin ein bisschen ausgeflippt mit dem Leveln, weil es so Bock gemacht hat. Aber das bedeutet auch, dass wir jetzt viel einfacher durchs Game kommen. Und nicht on stream noch irgendwie anfangen müssen zu leveln. Das heißt, heute könnte es gut möglich sein, dass wir den siebten, den achten Orden schaffen und dann auch direkt in die Top 4 laufen können. Und jetzt geht das Quiz los. Können wir mal, könnt ihr auch mitquizzen, tatsächlich. Das Ganze mit Beli machen, weil Nobu hat noch kein Erdbeben. Man kann auch einfach den Kampf machen, aber ich will mal hier die Fragen machen. Entwickelt sich Raupi zu Safcon? Yes, tut es. Moin, Skoppel. Skoppel, wie ist der Ton und wie geht's dir? Endlich Skoppel da. Das Leben hat wieder einen Sinn. Es sind 9 offizielle Pokémon. Nein, gibt's nicht. Es gibt 8 in dieser Edition. So, entwickelt sich Quapsel dreimal? Nein, zweimal. Sind Elektroattacken gegen Boden-Pokémon sehr effektiv? Nein, sind sie nicht. Es gibt ja, glaube ich, nur eine Frage, die ich nicht weiß. Da kommen wir gleich zu. Wir wollen mit gleichem Level. Ja, gibt es. Und hier die Carpador-Frage? Die Froschattacke. Nein, Froschattacke gibt es nicht. Nicht, dass ich wüsste. Ah, das war schon bei Arena-Leiter. Den machen wir jetzt fertig. Surfer und fertig. Ah, dann. Ist der siebte Orden schon im Sack, dann geht es direkt zum achten, dann direkt durch die Siegestraße in die Top 4. Bedrohung, egal. Sollte relativ schnell jetzt vonstatten gehen. Oh, wir müssen die Animation wieder anmachen. Das war schon der Orden. Der ist, wenn ihr im Wasser-Pokémon habt oder am Boden-Pokémon, ist es echt easy. Ich glaube, jetzt gibt es ja auch noch Feuersturm. Das Geschenk, genau. Ein Bart schneiden. Manni, du bist ruhig. Manni, du bist ruhig. Und hallo. Wie läuft's bei dir, Manni? Die Catcam. Die Katze ist nicht mal hier im Raum. Es gibt keine Catcam. Die bewegt sich andauernd. Nein, geh weg. Eine Prise Skoppel. Ey, Skoppel, so ab 18 Uhr Mario Kart. Hättest du Bock?
Klar, immer. Sehr gut. Dann sammeln wir mal die Leute zusammen. Genau, schreib's im Discord. Es geht da gar nicht klar, dass Goppel hier nicht meine Emotes spammen kann. Ist hier ganz verlegen. Ey. Du, ihr müsst euch mal das Live von Skoppel aktuell geben. Der kommt von der Schule, ist dann wahrscheinlich mit der Family oder macht irgendwie Hausaufgaben oder keine Ahnung, wie er das macht. Auf jeden Fall, sobald ich streame, ist er bei mir im Stream. Und nach dem Stream macht er noch eine Stunde lang Clips von dem ganzen Stream. Jetzt habe ich vergessen zu wechseln. Aber lass bloß nicht deine Schule dadurch deswegen schleifen, ne? Ist auch nicht schlimm, wenn mal einen Tag keine Clips entstehen. Das war schon oder Lu. Scheiße, ich hab Schlitzer vorne. Direkt eine ganze Woche. Oh, ich habe so krass trainiert und sein Turtok ist immer noch overleveled. Habt ihr das auch mit dem Ton? Hallo? Hallo? Ton? Tonfehler. Ist nächste Woche nicht Gamescom? Yes. Sobald der Kampf hier vorbei ist, mache ich den Ton wieder gut, aber gerade geht's nicht. Hört ihr das auch, diesen komischen Ton? Ich bin paralysiert, ich das Elektro-Pokémon. Ja. Muss ich gleich Spiel neu starten, wenn der Kampf vorbei ist. So. Er wird heftig abgeskoppelt. Von Simsrale hätte ich auch gerne.
Das ist so stark. Speicher sofort, dann geht der Sound wieder normal los. Gar kein Fan von Legis. Dann sag was anderes. Wir haben noch einen Platz frei. Also eigentlich haben wir sogar zwei Plätze frei. Wir könnten noch ein Pokémon mit reinnehmen, was hier reinpasst. Ich habe auch ein Relaxo gefangen. Könnten auch Relaxo reinpacken. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade so viel hilft auf Level 30. Dragoran, alter Schwede, weißt du, wie lange das dauert, bis ich einen Dragoran habe? Dann kann ich morgen 2 Stunden lang nur trainieren. Ja, perfekt. Hab schon Wasser-Pokémon. Pass auf, Herr Garados. Garados spiele ich so oft. Ich wollte unbedingt Ausdauer spielen, wegen dieser übelsten Death. Ich wollte einfach die Wall spielen. Slymog. Slymog ist eine coole Idee, aber nur, was erlernt Slymog? Schlammbombe. Sonst irgendwas Geiles? Der lernt halt nichts Geiles, das finde ich halt ein bisschen doof. Der lernt doch was Nettes. Bin gespannt. Du musst auch dritte Gen gucken, ne? Dritte Generation. Komprimator Matschbombe. Matschbombe ist gut. Aber bist du sicher mit, das ist dritte Generation, ja? Und was kann der dann noch so? Wetten, die macht jetzt Hypertrank oder so ein Scheiß. Tau 1000% macht die jetzt Top-Genesung. Als ob die das wusste, dass sie mit 1 KP überlebt. Die macht safe Top. Die macht safe Top. Ja, die macht safe Top-Genesung. Toxin, Kickersauger. Flammenwurf? Oh. Ich wusste es. Ich wusste es. Donnerblitz. Okay, und wie sind seine Werte? Ist der auf Angriff oder auf Spezialangriff? Du weißt ja, das ist hier alles ein bisschen anders, ne? Komm, Schreck zurück. Schreck zurück und Volltreffer. Schade. Toxin mag ich nicht. Gift und Feuer. Also Feuer ist auf jeden Fall Spezialangriff. Gift weiß ich nicht.
Da musst du mal gucken. Spezialangriff, Angriff, dritte Generation. Das war ja vom Typen abhängig. Kann der Psychokinese erlernen zufällig? Bestimmt nicht, ne? Ach, schon wieder so ein unschilliger Kampf, ne? Och, hör auf! Wieso bin ich auch männlich? Das wird nicht geheilt durch Top-Genesung. 105er Angriff. Was? Voll gut. Was? 105er Angriff? Ey, mit einem KP. Das kannst du niemandem erzählen, was ich für ein Glück immer habe. Das zweite Mal mit einem KP in einem Kampf. Das glaubt dir niemand. Gift ist aber auf Angriff, das ist gut. Ja, dann müssen wir den aber auf Angriff trimmen. Dann können wir kein Feuer, kein Donner, kein Pflanze. Und only Gift. Gegen was ist Gift gut? Gegen Pflanze? Gegen Fee? Normal, Kampf, Gift, Boden, Flug. Käferstein, Geist ist auf Angriff? Kann der Spukballer lernen vielleicht? Also das Geist Angriff ist, das hätte ich ja nicht gedacht. Geist ist Angriff, nicht Spezialangriff. Am besten wäre ja sogar ein hartes Slime auch dann, ne? Muss ich erstmal gucken, ob ich so eins finde. Durchbruch. Durchbruch fühle ich. Schaufler und Felskrab fühle ich nicht. Vor allem habe ich gar keinen Felskrab mehr. Habe ich verkauft. Als ob. Also erstmal, dass er schneller ist, meine Flinkklaue nicht greift. Und dann trifft er auch noch mit Himmelhieb. Wieso Säurepanzer? Wie viel Verteidigung hat der? Dass der schon wieder 100 Spezialdev. Und Säurepanzer macht der Dev oder Spezialdev?
Geil! Endlich mal Luck hier. Und was wäre Matschbombe, Toxin, Säurepanzer und Komprimator? Und dann den Gegner Toxin drauf, Säurepanzer hochstecken, Komprimator hochstecken und dann einfach wie ein Berserker verteidigen. Leftovers. Genau. Weiß ich gar nicht, ob ich welche habe. Überreste müsste ja dann Relaxo haben, ne, weil ich gefangen habe. Gibt es da Giftschleim? Nicht, dass ich wüsste. Denke ich nicht. Ne, den neuen Trailer habe ich noch nicht gesehen. Das neue Kampf-Item. Was für ein Kampf-Item? Okay, Leute, das war nichts für Top 4. Ich würde sagen, zur nächsten Folge werde ich mir einen Slaymog trainieren. Alle auf Level 60 bringen und dann gehen wir nochmal in die Top 4 rein, Leute. Das war's mit der Folge. Viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Gerne ein Like auf dem Video lassen, den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.